Ja, hallo Freunde, willkommen im Abenteuerland. In diesem kurzen Video geht es um so ein Survival Backup Tool, das ich nicht vermissen möchte. Wenn man so reinschaut in die ganzen Videos, dann kann man ja drei Rucksäcke an Ausrüstung mitnehmen und jeder erzählt dem, was man unbedingt braucht und dass das unverzichtbar ist. In Wirklichkeit nach über einem halben Jahrhundert Buschkraft muss ich sagen, die zwei wichtigsten Tools, die man braucht, ist ein gutes Taschenmesser mit vielen Funktionen, so ein Victorinox zum Beispiel. Ja, und dann ist ganz wichtig noch eine Taschenlampe und das übliche halt eine Trinkflasche und so weiter, aber viel mehr braucht man eigentlich nicht. So wie es in den Videos immer heißt, ich brauche einen guten Wetterschutz, ja, und was eben ganz wichtig ist, und da dreht sich jetzt dieser Video drum, das ist so eine Backup-Taschenlampe. Nun hat man ja so alle möglichen Taschenlampen im Rucksack, für mich ganz wichtig ist, zum Beispiel auch wenn ich im Schlafsack liege, ja, eine Taschenlampe, die immer greifbar ist und die in Panik nicht erst suchen muss. Deshalb habe ich hier die Taschenlampe quasi immer um den Hals hängen. Und egal, ob ich jetzt die andere Taschenlampe vergesse, die kaputt geht, die Batterie oder der Akku, alles ist das hier immer meine kleine Lebensversicherung. Und die zeige ich jetzt euch mal. Ja, so sieht das Ding aus. Ist eine LED-Lampe. Das Tolle ist, die hat hier einen Aufladestecker für USB. Das heißt, die kann ich auch laden. Zum Beispiel an so einer Powerbank oder sowas oder zu Hause am PC. Ich brauche keine Batterien wechseln. Ja, und die ist eigentlich immer verfügbar. Die wiegt eigentlich so gut wie gar nichts. Ist wasserdicht und in meinem Gepäck bzw. hängt immer um den Hals, wenn es nach draußen geht. Ja, wenn jetzt wir zum Beispiel auf so eine Höhle stößt und hat jetzt nichts extra was eingepackt, sondern ist wie ich jetzt nur auf Fototour, dann hier einmal an den Hals fassen, die Taschenlampe raus und dann kann man hier so eine Höhle ganz gut mit ausleuchten. Die Lampe hat auch zwei verschiedene Stufen. Wenn man einmal drauf drückt, dann hat man so, ich sag mal, eine Leselampe, die aber dann auch dafür die ganze Nacht hält. Ja. Und bei zweimal klicken hat man hier also schon richtig super helles Licht. Ihr seht, da kann man hier also wirklich sich auch in der Höhle bewegen und hier wirklich auch Details ausleuchten. Und insofern ist das eins meiner Lieblingsteile. Ja Freunde, das war's dann. Ich hoffe, der kurze Video hat euch gefallen. Hier, das ist so einer meiner Lieblings Plätze, Herr Nelson, ja, ist richtig cool hier. Jo, macht's gut, danke fürs Reinschauen. Tschüss, euer Hans, ciao. Nelson.